Heute eine neue Rezension von mir. Und zwar zu dem Buch Er liebt mich von Jana Fosen. Das Buch habe ich schon von einer ganzen Weile gelesen und hatte es auch schon mal rezensiert, aber die Rezension hat mir gar nicht gefallen. Jetzt versuche ich es einfach nochmal. Und wenn die jetzt auch nichts hört, naja, dann soll es wohl nicht sein. Und zwar, Er liebt mich von Jana Fosen ist 2005 im Heine Verlag erschienen, hat 335 Seiten und kostet 7,95 € in Deutschland und 8,20 € in Österreich. Hier geht es darum, also es geht um Mona. Mona wird 25 Jahre alt und auf ihrer Geburtstagsfeier erwischt sie ihren Freund Olaf mit ihrer angeblich besten Freundin Viola in Flagranti. Ja, sie ist ab diesem Zeitpunkt natürlich zu Tode betrübt, am Boden zerstört und am Silvesterabend ist sie auch sehr alleine, hört über ihrer Wohnung die Freunde mit Olaf zusammen, weil die haben in einem Haus gewohnt, hören sie wie die anderen Silvester feiern. Sie ist Mutter sehen allein an Silvester und muss sich das da oben anhören. Und sie beschließt am nächsten Tag, also zum Neujahr, so kann es nicht weitergehen. Ich werde hier abhauen, mir irgendwo anders ein schöneres Leben machen. Und ja, sie kündigt dann also ihren Job, was sehr lustig ist, und ja, verlässt ihre Heimat und bricht auf nach Hamburg. In Hamburg heuert sie dann bei einer Treue-Testagentur an, also sie ist eigentlich dann eher die Sekretärin, lernt da dort auch eine nette jemanden kennen, also eine Arbeitskollegin, der sie sich auch gut anfreundet und die auch wirklich gute Freundinnen werden, und ja, sie will auf jeden Fall in Hamburg bloß keine Männer kennenlernen, sie möchte sich nicht mehr verlieben, bloß nicht. Und ja, das ist so die Grundstory des Buches und ich wollte euch das wirklich, wirklich ans Herz legen. Wer gerne eine schöne, lustige, amüsante Liebesgeschichte lesen will, Liebesgeschichte oder beziehungsweise ein Chick-Lit, was es ja nun mal ist, aber ein wirklich, wirklich guter, und er hat mir wirklich... hat mir sehr gut gefallen. Ja, die Protagonistin habe ich sofort in mein Herz geschlossen. Die ist wirklich sehr, sehr sympathisch und ja, ich konnte so total nachvollziehen, die Dinge, die sie getan hat. Ja, ich fand sie einfach toll, konnte mich in sie hineinversetzen, auch wenn sie manchmal etwas hilflos gewirkt hat. Und ja, das Buch, also der Schreibstil ist sehr angenehm und flüssig. Es liest sich sehr locker, sehr einfach, wie das bei so einem Buch, was man einfach mal für zwischendurch lesen mag, einfach schön ist. Es wurde in der Ich-Perspektive geschrieben, also wir sehen die Umwelt durch Monas Augen. Eine Sache hat mich leicht irritiert, denn Moni, beziehungsweise Mona heißt es ja auf dem Klappentext und am Anfang des Buches heißt sie Moni. Wurde dann aber zum Mitte hin des Buches oder ja, nach dem Viertel vielleicht schon aufgeklärt, und das erfährt man auch, warum sie denn nicht mehr Moni heißt, sondern Mona. Und ja, ich möchte euch das einfach ans Herz legen, wenn ihr was Schönes zwischendurch mal lesen möchtet, ist dieses wirklich eine Empfehlung. Es hat mir sehr gut gefallen, das Cover ist auch richtig, richtig schön mit meinen Lieblingsblümchen. Und ja, wenn ihr gerne Chick-Lit mögt, dann ist das bestimmt was für euch, wenn ihr die Autorin noch nicht kennt. Sie hat noch schon relativ viel geschrieben. Das hier war mein erstes und es hat mich wirklich überzeugt. Ich fand es wirklich gut. Ich hatte auch immer den Drang, weiter zu wissen, wie es mit Monas Leben weitergeht, was sich ändert oder was. Aber es wirklich so bleibt, dass sie sich nicht verlieben wird. Und es war wirklich eine sehr heiter, witzig erzählte Geschichte einfach. Und ja, es hat Spaß gemacht zu lesen und ja,
guckt es doch vielleicht auch nochmal an, guckt noch ein paar andere Rezensionen bei Amazon an oder so. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Kann ich nur an jedem ans Herz legen. Und damit verabschiede ich mich von euch und wünsche euch noch einen schönen Tag und bis die Tage. Bye, bye.